Herzlich willkommen hier bei SekuFox und den Franchise-Machern. Wir haben heute das Thema Notfallkonzepte für Franchise-Systeme. Was hat es eigentlich damit auf sich? Das ist ein Thema, was nicht so häufig behandelt wird, obwohl es sehr, sehr wichtig ist. Und wir wollen heute die verschiedenen Aspekte, Notfallkonzepte für Franchise-Systeme besprechen. Und Roland Bauer ist hier von der Firma SekuFox. Aus deiner Perspektive, Notfallkonzepte für Franchise-Systeme. Es geht ja immer um das Thema, was passiert, wenn ein Unternehmer plötzlich durch Krankheit oder auch durch einen längeren Ausfall, durch einen Unfall, tatsächlich sein Unternehmen selber nicht mehr weiterführen kann. Da stellen sich natürlich die Fragen, wer darf jetzt entscheiden? Und das ganz Wesentliche ist, dass es da nicht so sehr um den Tod eines Unternehmers geht, weil das ist meistens geregelt in Erbverträgen oder Testamenten, sondern es geht tatsächlich darum, was passiert, wenn der Chef 6 Monate ausfällt. Was machen die Mitarbeiter und wer darf ihn tatsächlich vertreten und wer hat dafür auch rechtswirksame Vollmachten? Genau, es ist ja auch wirklich ein wichtiges Thema für Franchise-Systeme, wo ja wirklich einzelne Unternehmer quasi mit Unternehmern zusammenarbeiten. Also es ist ein richtiges Unternehmergeflecht. Und Franchise-Partner sollten da wahrscheinlich sowohl die Franchise-Partner als auch die Franchise-Zentrale gut vorbereitet sein. Ja. Weil ein Franchise-Nehmer ist natürlich wie ein ganz normales Unternehmen auch mit seinem Unternehmen verwoben, nur dass er halt im Kontakt mit der Franchise-Zentrale unter einem Dach, unter einem Label arbeitet, muss aber dieselben Rahmenbedingungen befolgen wie jedes andere normale Unternehmen auch. Und das heißt ja, wenn man jetzt keine Vorsorge in irgendeiner Form trifft, dass dann möglicherweise nach einer gewissen Zeit der Handlungsunfähigkeit, die aber endlich ist, hoffentlich und höchstwahrscheinlich, das Unternehmen weg sein kann, weil niemand da ist, der irgendwie handeln kann. Und das ist ja etwas, was sehr, sehr schade wäre oder auch gar nicht angemessen, ein ganzes Lebenswerk da aufs Spiel zu setzen, weil dort keine Vorsorgevollmachten getroffen worden sind. Genau so ist es. Und daher muss natürlich auf beiden Seiten Vorsorge getroffen werden. Auf der einen Seite beim Franchise-Nehmer und auf der anderen Seite in der Franchise-Zentrale. Und da ist es ganz wichtig, dass auch die Franchise-Zentrale Fürsorge trifft. Was ist denn, wenn mir ein Franchise-Nehmer ausfällt? Was passiert am Markt? Was passiert mit meiner Marke? Und auch da ist es ganz wichtig, dass das geregelt und sauber abgebildet ist. Also schauen wir mal, was passiert denn in einer Franchise-Zentrale, wenn du als Unternehmerfrau, wenn ich das so sagen darf, Uli, dein Mann wäre jetzt plötzlich handlungsunfähig, du stehst da, du kennst sicherlich das Unternehmen auch, aber du bist ja mit ganz anderen Dingen plötzlich beschäftigt. Das denke ich. Was würdest du denn eigentlich so als erstes machen? Also erstmal wäre ich völlig außer mir und völlig durcheinander. Und ich denke mal, im ersten Moment wüsste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Mhm. Und hätte so ein Blackout. Und dann, denke ich, würde ich mich erinnern und würde sagen, ich brauche irgendwen an meiner Seite, der mich jetzt unterstützt und der mich auch ein bisschen an die Hand nimmt und mir hilft. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Vielleicht habe ich irgendwelche Vollmachten und Dokumente im Hintergrund, aber wüsste, glaube ich, in der jetzigen Situation gar nicht, was ich damit machen soll. Mhm. Und ich glaube, in der Situation würde ich als erstes zum Telefonhörer greifen und würde meine Franchise-Zentrale natürlich anrufen und würde sagen, Leute, helft mir, was mache ich jetzt? Ja. Und ich hoffe, dass ich dann irgendeinen kompetenten Menschen auf der anderen Seite der Leitung habe, der mir auch sagt, also erstmal Ruhe bewahren, das und das und das machen wir jetzt. Du würdest erwarten, da ist jemand, der auch irgendwie einen Plan hat und der vielleicht diese Situation nicht zum ersten Mal hat, sondern schon mal auch irgendwie was davon weiß. Ne? Ja. Genau, im besten Falle sollte so eine Franchise-Zentrale ja auch ein Handbuch haben und in dem Handbuch sollte drin stehen, wie sich dann der jeweilige zu verhalten hat, wer Ansprechpartner ist. Vielleicht gibt es ja sogar auch einen Hauptansprechpartner in der Franchise-Zentrale für genau diese Ausnahmefälle, die ja hoffentlich nicht so häufig passieren werden.
Und das sollte dann schon im Handbuch auch stehen, sowohl in der Franchise-Zentrale als auch beim Franchise-Partner. Genau, und der Franchise-Partner muss natürlich auch und auch die Franchise-Zentrale wissen, welche Vollmachten benötige ich denn tatsächlich, wenn so ein Notfall passiert. Welche Vollmachten brauche ich denn, wenn ich heute mal 6 Monate ausfall und im Koma liege? Wer darf denn überhaupt mich vertreten und in welcher Form? Und da ist es immer ganz wichtig, dass wir uns auf 3 Dinge fokussieren. Zum einen braucht der Franchise-Nehmer eine Unternehmer-, General- und Vorsorgevollmacht. Damit sind schon 3 wichtige Dinge abgegolten. Einmal, was passiert im Unternehmen? Zum anderen natürlich auch, was passiert mit meiner gesundheitlichen Vorsorge? Wer darf über medizinische Dinge entscheiden? Und das dritte ist, wer darf denn über meine sonstigen Vermögenswerte entscheiden? Daneben braucht er für sein Unternehmen aber dringend auch noch Handlungsvollmachten für Mitarbeiter, denn Mitarbeiter sollten ja auch die Stellvertretung haben. Die müssen über das operative Geschäft entscheiden, entscheiden dürfen und auch entscheiden können. Und wenn ein Franchise-Nehmer dann noch eine Kapitalgesellschaft hat, eine GmbH und Co. KG oder auch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, eine GbR, dann brauchen wir auch noch Gesellschafter-Stimmrechte, damit auch die Gesellschafter-Situation tatsächlich vertreten werden dürfen. Was passiert denn, wenn die sowas nicht haben? Und das ist, glaube ich, ganz tragisch und wenigen bewusst. Wenn wir keine Vertretungsrechte haben, dann würde das Betreuungsgericht einen Betreuer, der vom Gericht bestellt wird, festlegen. Und der würde jetzt auf einmal alle Rollen des Unternehmers einnehmen. Er würde über unternehmerische Dinge entscheiden, er müsste entscheiden, welche medizinischen Eingriffe gemacht werden und er würde über das Vermögen entscheiden. Und das crasht eigentlich jedes Franchise-System und natürlich das Unternehmen dazu. Also das heißt, es kommt jemand völlig Fremdes zum Franchise-Partner-Betrieb, wird dort einbestellt oder wie auch immer man es dann nennt und hat dann die unternehmerischen Geschicke des Franchise-Partner-Betriebes zu führen. Und der ist vielleicht auch völlig fremd in der Branche, ist unternehmerisch vorgebildet, aber in der Branche und in dem Fachgebiet hat er wahrscheinlich gar keine Ahnung. Und der Franchise-Geber müsste dann mit diesen Beauftragten leben. Ich kann ihn ja nicht einfach wegschicken. Genau. In der Regel haben gesetzliche Betreuer überhaupt keine unternehmerische Kompetenz. Sie haben 60 bis 100 Fälle, sie haben überhaupt keine Zeit und sie haften persönlich. Das heißt, sie werden nichts unternehmen, wo sie in irgendeiner Weise geschäftliche Entscheidungen treffen müssen, weil sie danach eventuell zur Verantwortung gezogen werden. Mhm. Und deswegen ist es ja auch für die Franchise-Zentrale so wichtig, dass sie die Zentrale weiß, wenn mir ein Franchise-Nehmer ausfällt, dann kann ich als Zentrale mit den Vollmachtnehmern, die mein Kunde festgelegt hat, mein Franchise-Nehmer, kann ich das Unternehmen sozusagen weiterführen, bis der Franchise-Nehmer wieder zurück ist. Das heißt also jetzt aber nochmal, der gesetzliche Betreuer kommt, auch wenn ich verheiratet bin. Da ist also meine Frau nicht automatisch meine Vertreterin oder mein Mitgesellschafter. Also es gibt nichts, was automatisch geregelt ist. Das ist eine ganz richtige Feststellung. Es ist ja ein Irrtum, dass der Ehepartner oder der Lebensgefährte entscheiden darf. Mhm. Das darf er nur mit Vollmachten. Es ist auch ein Irrtum, dass erwachsene, volljährige Kinder für mich entscheiden dürfen. Oder auch vielleicht sogar meine Eltern, also die Familie als solches. Das alles geht nur mit rechtswirksamen Vollmachten, die sowohl auf die Unternehmenssituation als auch auf meine familiäre Situation abgestimmt sind. Und nur dann kann es funktionieren. Nur dann kann diese doch immer sehr unangenehme Sache, wenn ein Unternehmer mal ausfällt oder eine Unternehmerin, die kann dann seriös überbrückt werden. Also ich glaube, das ist vielen Unternehmern tatsächlich nicht so bewusst und auch nicht den Unternehmern in Franchise-Systemen. Und meine Erfahrung ist, dass in Notfällen die Franchise-Zentrale schon vieles machen kann, denn die hat ja
durch Rahmenvereinbarung Kontakte zu den Lieferanten, die kennt vielfach Kunden, Mitarbeiter, sogar auch die Lebenspartner. Also es sind da relativ kurze Wege, um was zu machen. Aber ich glaube, der Franchise-Zentrale ist auch nicht wirklich bewusst, dass sie eigentlich gar nichts tun darf und dann möglicherweise vor verschlossenen Bankkonten und Ähnliches steht. Also sie will helfen, aber sie kann nicht wirklich so helfen, wie es eigentlich möglich wäre und was du ja auch erwarten würdest. Ne? Ja, so habe ich das große Glück, dass ich eine Vollmacht habe. Ja. Also das heißt, wenn mein Mann, wenn meinem Mann irgendetwas zustoßen würde, hätte ich die Vollmacht, da zu agieren. Dann könnte ich die Franchise-Zentrale anrufen und mit ihr zusammen die Belange regeln. Und das ist ein Vorteil, der ist einfach wunderbar. Super. Mhm. Genau, dann muss natürlich jetzt noch die Franchise-Zentrale auch wissen, was sie tut, sozusagen. Und was wieder, das wäre gut, ne? Ja. Das ist ja auch genau das, was so in Handbüchern, wer macht dann eigentlich was, wer kümmert sich um Lieferanten und Mitarbeiter und Ähnliches. Und so wird dann natürlich dann auch ein echter Schuh letztendlich daraus. Ja, so ist es ganz einfach ein Rundum-Paket. Ne? Ja. Wie ist das denn? Ich meine, ich höre Vollmachten und das ist ja auch jetzt eine Materie, mit der wir uns nicht alle täglich beschäftigen. Das hört sich furchtbar kompliziert an und komplex. Und wir Unternehmer haben ja alle viel zu tun und das ist so ein Thema irgendwie, das hört sich so danach an, als ob man das immer wieder ein bisschen weiter wegschiebt vom Schreibtisch. Wie aufwendig ist denn das eigentlich, das zu machen? Also Unternehmer haben ja in der Regel überhaupt keine Zeit. Ja? Die bräuchten ja eigentlich eher einen 16- bis 18-Stunden-Tag, um alle Dinge zu erledigen. Und deswegen ist natürlich schon wichtig für Franchise-Nehmer, dass dieser Prozess, wie komme ich an ein ganzheitliches Notfallkonzept für mein Unternehmen, dass der sehr zeitschonend tatsächlich auch abgebildet wird. Und SecoFox hat da ein System entwickelt, wo wir den Franchise-Nehmern versprechen, dass sie lediglich 4 Stunden brauchen und in 4 Stunden ist ihr Notfallkoffer wirklich gepackt. Mhm. Und das bedeutet, dass die Vor- und Nacharbeit wir mit der Franchise-Zentrale, wir von SecoFox machen oder auch in der Kombination mit den Franchise-Machern und dass der einzelne Unternehmer aber tatsächlich nur 4 Stunden braucht, um sein ganz individuelles Notfallkonzept zu haben. Und das Zusammenspiel zwischen Franchise-Zentrale und dem Franchise-Nehmer ist natürlich wichtig und muss auch verankert werden. Mhm. Das heißt, ich glaube, es ist auch so, dass ihr diese ganzen Vollmachten in so einem digitalen Safe abspeichert. Das heißt, es könnte beispielsweise im Handbuch festgehalten werden, die Franchise-Zentrale ruft als erstes bei SecoFox an, wenn Uli in der Franchise-Zentrale angerufen hat, um erstmal zu gucken, sind die Vollmachten auch alle wirklich da? Oder wie könnte da so ein Vorgehen sozusagen sein, in dem Augenblick, wo jetzt Uli in der Franchise-Zentrale anruft? Was ist dann? Das kann ja auch ein böser Bubenstreich sein. Also in der Regel ist es so, dass die Franchise-Zentralen immer einen Notfallkoordinator bestimmen und der Notfallkoordinator kriegt dann von SecoFox natürlich schon eine Checkliste auch, die dann mit den Franchise-Machern gemeinsam ins Handbuch eingearbeitet wird, sodass die ganz genau wissen, was sind die Dinge denn, die zu tun ist. Für den Unternehmerpartner, den Lebensgefährten, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass der sich um nichts mehr kümmern kann. Mhm. Kümmern soll und kümmern muss eigentlich eher, sondern dass der einfach sicher ist, immer dann, wenn ein Notfall eintritt, sind meine Vollmachten aktuell und rechtswirksam. Immer dann, wenn ein Notfall eintritt, habe ich Zugriff auch tatsächlich und weiß, wo die Vollmachten liegen, die Originale, damit kein Missbrauch ist. Und immer dann, wenn ich etwas brauche, kann ich im digitalen Notfallordner, im Unternehmersafe weltweit nachgucken, was muss ich denn jetzt tun und wo sind die entsprechenden Dokumente, um zu wissen, was im Unternehmen passiert. Mhm. Und das ist natürlich jetzt für die Lebensgefährtinnen und Gefährten des Unternehmers oder der Unternehmerin eine ganz hohe Sicherheit. Ich würde gerne mal auf das Thema Vertretung zurückkommen, weil das ist ja schon ein wichtiges Thema. Wer vertritt mich eigentlich in der Zeitspanne, in der ich ausfalle? Und wir haben das in Franchise-Systemen sehr, sehr oft, dass quasi, wie bei Eugen und bei mir ja auch, Mann und Frau quasi das Unternehmen führen. Und jetzt nehmen wir mal den Worst Case an und die fallen beide aus. Autounfall, keine Ahnung.
Wie ist es denn dann eigentlich mit der Vertreterregelung? Also wenn ich mich alleine vertreten lasse, finde ich ja wahrscheinlich noch jemanden in der Familie oder ja. Eugen vertritt mich. Aber wenn wir beide ausfallen, ja. was wir im Franchise relativ häufig haben, was ist denn dann? Ja, das ist in den Vertreterregelungen sehr, sehr gut geregelt, indem man nicht nur einen Vertreter hat. In der Regel tun sich ja die Lebenspartner gegenseitig einsetzen, sondern dass man auch sozusagen Ersatzspieler hat, dass man einen zweiten und einen dritten Vertreter hat. Und da unterscheiden wir schon auf der einen Seite, was ist mit Gesundheit, Familie und Vermögen. Mhm. Da sind es eher familiennahe Vertreter. Im Unternehmen sind es eher Mitarbeiter. Da sind es eher Vertrauenspersonen im Unternehmen, denen ich zutraue, dass sie Entscheidungen vom Unternehmen treffen können, weil sie tagtäglich im Unternehmen mitarbeiten. Und so unterscheidet man auch die eine Seite in der General- und Vorsorgevollmacht und die andere Seite in der Handlungsvollmacht und in den Gesellschafterstimmrechtsvollmachten. Okay. Und wenn man das gut zusammenbringt, auch dann wirkt es wieder zusammen wie ein Uhrwerk, was dann ineinander läuft und einfach exakt und ganz konkret auf den Notfall abgesichert ist. Jetzt könnten ja auch einige unserer Franchise-Geber-Kunden sagen, Notfall, habe ich noch nie gehört, dass sich irgendeiner damit beschäftigt hätte in der Franchise-Welt. Es ist ja auch kein Thema, was man immer nach außen trägt, weil es ja jetzt nicht so positiv behaftet. Wer beschäftigt sich schon gerne mit seinem eigenen Notfall? Wir haben halt schon im Gespräch mit größeren Franchise-Systemen festgestellt, dass die selber interne Fonds haben, das weiß ja kaum jemand, ja, also wie große Franchise-Systeme das machen, ja, sie haben halt interne Fonds, wo sie quasi dann keine Vollmachten haben, aber im Prinzip mit Geld diese Dinge dann für diese Zeiträume überbrücken. Aber für unsere Kunden, für unsere Franchise-Geberkunden, die so 10, 20, 30 Franchise-Partner haben, wäre die Lösung mit SecuFox dann ja im Prinzip die richtige, weil da wird man wahrscheinlich in den wenigsten Fällen irgendwie ein großes Polster aufbauen, finanzielles, um solche schwierigen Fälle zu überbrücken. Ja, das war ja auch so eine Sache, die wir anfangs dachten, dass das Geld natürlich eine Rolle spielen kann, aber nicht immer automatisch muss fehlendes Geld, sondern die Geschichte, dass eben trotzdem ja eine Handlungsfähigkeit hergestellt werden muss, bleibt sogar auch bei den größeren Systemen gerade da, ja. Die auch, mit denen wir auch gerade entsprechende Notfallkonzepte gerade entwickeln. Und dann ist das Geld mit dem Fonds nochmal Dings obendrauf, wo man sagen kann, hey, das ist eigentlich etwas, wenn wir jetzt mal von einem Ablauf, von einem Notfallkonzept der Zentrale sprechen, dann kann so ein Fonds, ein Geldsack, der noch irgendwo rumliegt, natürlich nochmal eine absolut tolle Abrundung dann sein. Die Erfahrung von uns ist aber, dass natürlich es schön ist, wenn die Franchise-Zentrale finanziell unterstützen kann, dass aber das viel Wichtigere ist, dass die Handlungsfähigkeit bereits am Tag nach dem Ausfall des Unternehmers gegeben ist. Dass da Vertreter da sind, die entscheiden dürfen und die das Unternehmen im Sinne des Unternehmens, im Sinne des Franchise-Systems auch weiterführen. Dass Kunden sauber bedient werden, dass Rechnungen bezahlt werden können und dass das Unternehmen eigentlich weiterläuft, trotz dass der Unternehmer 3, 6 oder 9 Monate ausfällt. Und das gibt auch Sicherheit nach außen hin, für Aufträge, für Kunden, für Partner und es gibt Sicherheit nach innen für die Franchise-Zentrale. Also da sind nach unserer Erfahrung die rechtswirksamen und richtigen Vollmachten eigentlich das, was entscheidend ist. Das ist ja auch eine wichtige Grundvoraussetzung, die wir auch in unserer Franchise-Praxis immer erlebt haben, ist, es muss natürlich auch jemand anrufen in der Zentrale. Also Uli muss auch wirklich diesen Anruf tätigen, das haben wir auch erlebt, dass einfach in dem Franchise-Partnerbetrieb die Dinge weiterliefen, mehr schlecht als recht und total holprig. Alle haben sich in der Zentrale gewundert, was ist denn jetzt da los und wieso macht er keine Umsätze mehr, aber es ist nichts passiert, weil bis da so Bewegung reinkommt, bis die Informationen durchgeflossen sind zur Zentrale, dass da wirklich was Schlimmes passiert ist, das hat gedauert. Und da war dann, und diese Dinge muss man einmal auch mit den Partnern besprechen, aber natürlich eben immer wieder gesagt, auch im Handbuch verankern, dass es da Abläufe gibt, die dafür sorgen, dass es eben, wie du sagst, am nächsten Tag auch wirklich jemand einspringt.
Also das heißt für mich, ich weiß um die Struktur des Ganzen. Genau. Ich muss vertraut sein, auch mit dem Handbuch. Und wenn ich dann nachlesen kann, was mache ich in so einer Situation, dann ist das alles klar. Genau. Dann kann ich mich danach richten und schwimme nicht mehr irgendwo. Genau, weil das ist mir immer sehr wichtig auch zu sagen, das klingt ja immer alles so einfach in der Theorie, aber wenn jetzt einmal unsere Männer wirklich verunglücken, dann sind wir, denken wir nicht in Struktur. Denke ich auch. Also du bist ja nur noch emotional und in so einem Film unterwegs und in so einer Krankenhauswelt bist du sowieso völlig in einer anderen Welt. Dann nimmst du nicht dein Handy in der Hand und rufst Lieferanten an. Das ist immer ganz wichtig mir zu sagen, weil viele denken, ja wieso, läuft doch weiter, ich habe die ganzen Telefonnummern, ich rufe die alle an, das wirst du wahrscheinlich nicht tun. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, dass wir natürlich, die Franchise-Macher und SecoFox, gemeinsam darauf schauen, dass nicht nur der Unternehmer, die Unternehmerin versorgt ist, sondern dass das immer in der familiären Kombination mit Lebensgefährten und Ehepartnern geht, weil nur dann weiß natürlich der andere auch ganz konsequent Bescheid, was zu tun ist. Und ob er jetzt in der Franchise-Zentrale den Notfallkoordinator anruft oder ob er bei SecoFox den Notfallcoach anruft, das bleibt sich gleich, weil die sich gegenseitig koordinieren. Und in dem Moment, wo ein Franchise-Nehmer in diesem Prozess Notfallkoffer, wenn er den gepackt hat, dann weiß sowohl im Unternehmen seine Vertreter, seine Stellvertreter, als auch der Lebensgefährte oder die Lebensgefährtin Bescheid, was zu tun ist. Und das gibt natürlich immens Sicherheit für alle Beteiligten, dass im Notfall jeder sicher sein kann, dass es abläuft wie im Schweizer Uhrwerk, nämlich ganz exakt, ganz zuverlässig und auf den Punkt zuverlässig in die Wege geleitet wird. Ihr habt ja beide, ich übernehme mal ganz kurz die Moderation, ihr habt ja beide schon ein Franchise-Geber-Projekt jetzt gemeinsam gestemmt, von einem großen, namhaften Franchise-System. Was war da eigentlich der Hintergrund? Also wie sind die eigentlich auf euch gekommen? Was war der Hintergrund? Also uns rufen ja immer Franchise-Geber an, die sagen, sie wollen sich entwickeln. Uns ruft ja niemand an und sagt, Hilfe, ich habe einen Notfall. Ja, das sind in der Tat Franchise-Systeme, wo sehr, sehr viel Verantwortung an den Franchise-Partnern hängt, die also große Aufträge haben, direkt mit den Kunden abwickeln. Und wenn der Franchise-Partner dann handlungsunfähig wird, hat die Systemzentrale automatisch die Herausforderung auf dem Tisch, weil die Kunden dann eben in der Systemzentrale anrufen. Also das heißt, die Systemzentrale hat einen Schmerz und egal, selbst wenn ich mich nicht vorbereite als Systemzentrale auf den Notfall, ich bekomme den auf den Tisch. Ich kann da gar nichts gegen machen. Deshalb ja auch unsere Denke, also wenn ich schon nichts dagegen machen kann, dann bereite ich mich wenigstens vernünftig vor, dass ich das dann ressourcenschonend tun kann und nicht immer ganz aufgeregt durch die Gegend laufen, sondern weiß, okay, das ist zu tun. So, also das sind aber auch Franchise-Systeme, die tatsächlich in der Vergangenheit dann häufiger mal solche Fälle hatten, wo es tatsächlich zum Ausfall des Unternehmers kam und die dann am eigenen Leib quasi gespürt haben, nee, wir müssen da das irgendwie systematisieren, genauso, weil das ist ja Franchise letztendlich. Man hat bestimmte Prozesse, die systematisiert werden, der Geber hat auf alles eine Antwort und hat für alles einen Prozess. Also ich mag das mal ein bisschen salopp, wenn man beim Burger auf den Boden fällt, dann weiß ich sozusagen, was zu tun ist. Ich muss desinfizieren, aufheben, wegschmeißen und so weiter. Aber in einer so wichtigen Frage wie, was passiert eigentlich, wenn der Unternehmer, dem das Unternehmen gehört, den der Burger runterfällt, ausfällt, da gibt es eigentlich noch nicht das flächendeckende Bewusstsein, dass man auch dafür Abläufe und Prozesse braucht. Und das sind diese Systeme, die da auf uns zukommen. Das ist häufig eine reine Frage von Statistik. Wie groß wird mein System? Irgendwann habe ich diesen Fall. Oder auch von wie lange ist es am Markt? Dann werden auch meine Franchise-Partner vom Lebensalter her manchmal älter, haben ein höheres Bewusstsein für dieses Thema, weil schon mal irgendwo in der Familie oder etwas passiert ist. Und die kommen dann entsprechend auf und zu. Häufig auch auf Geheiß der Franchise-Nehmer. Die sagen, lieber Franchise-Geber, du musst da mal was tun. Das ist ein echtes Thema für uns und wir sind da ein bisschen verloren, kümmere dich. Wie sieht denn weil wir jetzt das Beispiel gerade ansprechen, wie sieht denn so jetzt das Konstrukt aus, was ihr da mit dem Franchise-Geber gebaut habt? Das ist ja schon sehr, also vorbildhaft sozusagen geworden. Also wir versuchen natürlich, beide Seiten sorgsam abzusichern. Das bedeutet, auf der einen Seite versuchen wir natürlich, dass wir den Franchise-Nehmern,
den Notfallkoffer packen, das Notfallkonzept stricken, ganz individuell. Und auf der anderen Seite versuchen natürlich die Franchise-Macher mit der Franchise-Zentrale die Dinge so zu regeln, dass auch beide Seiten im Notfall wissen, was zu passieren hat. Und wenn das dann miteinander verknüpft ist, dann hat sowohl der Franchise-Nehmer ein gutes Gefühl, dann fühlt er sich sicher, weil er weiß, er ist gut vertreten und die Zentrale weiß, was zu tun ist. Und die Zentrale fühlt sich sicher, weil sie weiß, dass nicht ein Franchise-Nehmer durch so einen Notfall tatsächlich vom Markt verschwindet und sie ihren Partner verliert und eventuell das Image geschädigt wird. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass diese Vernetzung Franchise-Nehmer und Franchise-Zentrale mit unterschiedlichen Themen und Aufgabenbereichen einfach gut abgesichert sind. Und wenn ich da jetzt nochmal ganz tief in die Franchise-Praxis hineingehe, habt ihr das ja jetzt so mit dem Franchise-Geber auch gemacht, dass richtig im Franchise-Vertrag verankert ist, dass neue Franchise-Partner hier bei SecoFox sofort mit Vertragsunterzeichnung halt diese Sachen regeln. Und wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, aber korrigiert mich, gibt es ja auch einen Franchise- oder einen Notfall-Hauptansprechpartner beim Franchise-Geber. Ich glaube, das ist in dem Fall der Partnermanager, oder? Genau, also so gehen wir vor, genau wie Roland es gesagt hat, also ganzheitlich, so als auch die Franchise-Nehmer wissen, was der Franchise-Geber macht und der Geber eben auch die Kenntnis, die tauschen sich aus, damit beide ein gutes Gefühl haben, aha, der und der macht das und das. Und dann machen wir das natürlich auch am praktischen Beispiel, dass immer automatisch schon zwei Franchise-Partner mitversorgt werden, damit man das Ganze mal ausprobiert und Ähnliches. So entsteht ein erstes kleines Paket für den Franchise-Geber, wo er das einfach schön ausprobieren kann. Und dann natürlich ist es der Wunsch, dass es ein Bestandteil von dem Franchise-System wird, ein selbstverständlicher Bestandteil. Wir wollen das gar nicht mehr so groß aufhängen, sondern es soll klar in das Handbuch rein. Warum soll es nicht in den Franchise-Vertrag rein? Der Franchise-Geber sichert sich dadurch auch ab, dass er genau weiß, okay, ich habe nur noch Franchise-Nehmer, die ein Notfallkonzept entsprechend haben. Das macht absolut Sinn. Solche Vorschriften macht man in Franchise-Verträgen in viel kleineren Angelegenheiten. Und dass dieses Thema auch mal in einem Trainingsprogramm vorkommt, bei einer Jahrestagung, immer mal wieder thematisiert wird, sodass es auch eine gewisse Normalität annimmt und nicht immer so plötzlich, das ist ganz schlimm oder so, sondern integraler Bestandteil eines Franchise-Systems wird. Das ist so unser Wunsch und die Kunden, die da auch jetzt schon wir haben, die haben das verstanden und die fangen das an, in genau der Art und Weise zu integrieren. Na super. Also für uns vier, wie wir hier sitzen, wäre es am schönsten oder wir würden uns wünschen, dass Franchise-Geber das auch transparent handeln. Das ist ja auch meistens ein Thema, was so ein bisschen quasi unterm Radar läuft in so einem Franchise-System, das sozusagen von vornherein vorgesorgt ist in den Strukturen, in den Handbüchern, dass darüber auch geredet wird, nämlich am besten natürlich dann, wenn noch nichts passiert ist und auch die Frauen vielleicht bei einer Jahrestagung dabei sind und man dann wirklich mal kurz einen Vortrag hält. Das habt ihr ja auch schon gemacht im Franchise-System und auch, wie Uli schon sagte, der Wunsch ja auch besteht, bei den Mitarbeitern oder den Partnern, dass man da auch informiert ist. Man will ja nicht dumm dastehen sozusagen, sondern man will ja auch die Sicherheit haben, auch Mitarbeiter wollen die Sicherheit haben, dass das ist ja ein Thema, über das man im normalen Tagesablauf nicht spricht. Aber ich denke, das Bewusstsein ändert sich mittlerweile. Und die Menschen wissen immer mehr, wie wichtig es ist, eine solche Vorsorge zu treffen für den Betrieb und für die Familie natürlich. Für das Gesamte. Und da bin ich ganz froh drüber, wirklich. Ja. Und vielleicht auch noch ein Wort zu dem Notfallkoordinator. Der ist ja auch nicht alleine, weil der hat ja immer noch uns als Ansprechpartner, Roland und mich auch noch. Sowohl in den Normalzeiten, wo einfach mal Fragen entstehen, als auch dann tatsächlich, wenn ein Notfall in seinem System entsteht, sind wir ja grundsätzlich auch dafür da. Also das macht die Sache dann nochmal so ganz rund und komplett, dass wir nicht sagen, Mensch, also das ist ja immer eine Zusatzbelastung für den Partnermanager, für den Notfallkoordinator und auch mit dieser Zusatzbelastung lassen wir ihn nicht alleine. Genau, also was wir nicht mehr möchten, ist, dass in Franchise-Zentralen mit dem Klingelbeutel halt durch die Räume gegangen wird, so wie wir das auch mal erlebt haben in unserer Franchise-Angestellten-Vergangenheit,
wenn schlimme Dinge passieren, das war in unserem Fall damals ein Erdbeben in Italien, dann haben halt Franchise-Partner sowohl ihr Heim als auch ihr Business verloren. Und dann ging der Franchise-Geber los und hat halt bei uns Geld eingesammelt. Das war für uns quasi unvorstellbar und deswegen ist es uns auch echt ein Anliegen, hier bei Franchise-Zentralen dafür immer wieder ein Bewusstsein zu schaffen, pass auf, das kann auch passieren. Am besten, man redet darüber, wenn eben noch nichts passiert ist und dann seid ihr da gut aufgestellt, ihr und eure Partner. Und es ist auch nicht vergessen, immer ein gutes Argument, wenn man Franchise-Partner gewinnt, ja, in diesem Prozess zu sagen, hey, wir sind nicht nur Franchise-Geber, wir geben dir nicht nur die Prozesse an die Hand, die du brauchst, um erfolgreich zu sein, sondern du kriegst von uns auch Prozesse, die empathischer sind und wo wir dir auch mit an die Hand geben, wie wir deine Familie beschützen oder wie du eben fest auf den Füßen stehst, auch wenn du vielleicht gerade nicht handlungsfähig bist, wie das so schön heißt. Und dafür haben wir diese beiden unterschiedlichen Kompetenzen miteinander vereint. Zum einen die Kompetenz, wie müssen Notfallpläne gestrickt sein, wie muss man den Notfallkoffer packen, dass alles drin ist. Und auf der anderen Seite natürlich, wie muss ich das Franchise-System, die Franchise-Zentrale fit machen für den Notfall, damit sie auch entsprechend den Franchise-Nehmer betreuen kann und auch Fürsorge für sein Unternehmen, aber auch seine Familie übernehmen kann. Ja, ich hoffe, wir haben ein bisschen zur Erhellung beigetragen zum Thema Notfallkonzepte für Franchise-Systeme. Vielen Dank an Uli, Jana und Roland. Und nicht ganz zu vergessen, wir haben immer im klassischen Rollenmodell gesprochen, die Frau ruft an und so. Das wäre auch wahrscheinlich in diesem Falle so, aber es ist natürlich auch bei vielen Unternehmerpaaren anders. Nur, dass wir es nochmal sagen, dass wir hier durchaus in alle Richtungen denken. Aber wie gesagt, wir wollen das Thema ja auch ein bisschen leichter nehmen als das Thema mit den Notfallkonzepten. Und deswegen, hoffe, verzeiht ihr uns das. Soweit, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.